Wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann werden natürlich viele Sachen auf einen auch zukommen. Und zwar auch, wenn außen in der Welt irgendwelche komischen, grausamen Sachen passieren, Tierquälerei, irgendwelche komischen Dinge gepostet oder öffentlich gezeigt werden. Und dann wird man damit konfrontiert und soll irgendwie Stellung oder so dazu nehmen. Grundsätzlich bin ich da eigentlich nicht so. Also ne, ich habe jetzt keinen Kanal, wo ich den ganzen Tag irgendwelche anderen Hundetrainer oder Methoden bashe, wo ich mir das angucke, meinen Kommentar und meinen Senf dazu gebe. Mache ich nicht. Grundsätzlich. Aber das hat sich jetzt immer mehr gehäuft und deswegen möchte ich dazu auch mal ein bisschen Stellung nehmen, ein paar Worte darüber loswerden, wie ich über so eine Sachen denke, was man vielleicht tun kann und so weiter. Wir sind in einer Zeit angekommen, meiner Meinung nach, wo die Menschen einfach irgendwie immer bescheuerter werden, also immer blöder, immer mehr Doppelmoralen, Dreifachmoralen, Vierfachmoralen. Wir sind nur noch am Rumhetzen und dabei ist es eigentlich alles irre irgendwie. Und jetzt will ich einfach mal darauf eingehen. Es geht hier heute ein bisschen um Tierquälerei. Also wir werden jetzt ein paar Szenen gleich einspielen. Aber falls du da jetzt ein Problem mit hast, muss man ja immer vorher sagen, dann schalte dieses Video ab und such dir einen anderen Kanal. Nein, Spaß beiseite. Das heißt, es geht hier so ein bisschen um ein Thema, was permanent auf mich zukam. Und zwar ging es da um ein Video. Das spulen wir jetzt hier mal ganz kurz ein. Ja, einfach gehen, jawohl. Komm nochmal, komm. Ja. Hey, eben hat's doch geklappt. Jetzt. Komm. Jawohl, einwandfrei. Komm. In diesem Video sieht man, eigentlich muss man da manchmal lachen drüber, was das für ein geisteskranker Scheiß ist. Da steht irgendwie so eine Propangasflasche mit einem Rohr, wo Flammen rauskommen, in einer Hundeschule und jetzt sollen die Hunde über das Feuer springen. Ich weiß, also eigentlich kann man da gar nichts zu sagen, wie bescheuert das ist. Also ich habe auch null Ahnung, was das bringen soll. Ich meine, wenn das vielleicht ein Militärhund ist, der irgendwie durch brennende Häuser springen soll oder bei der Feuerwehr irgendwie Menschen rettet oder so. Aber der ganze Kontext, der ist irre. Und jetzt sind ganz viele auf mich drauf zugekommen und haben gesagt, Mensch Steve, was ist denn das? Was sagst du dazu? Und das gibt's doch gar nicht und so weiter und so fort. Und ich habe mir die ersten Videos gar nicht angeguckt, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Aber dann habe ich das immer wieder gesehen, da kommt immer wieder dasselbe. Was ist denn man hier los? Und ja, das geht natürlich gar nicht. Also das ist wirklich, also ich habe auch keine Ahnung, was bei diesen Menschen da los ist, wie man sowas aufbaut. Ich kapiere aber auch nicht die Menschen, die da hingehen und das machen. Also versteht ihr? Also ich verstehe den ganzen Zusammenhang eigentlich gar nicht. Man ist irgendwie so ein bisschen sprachlos. Aber bevor ich da jetzt drauf eingehe, lass uns mal ganz kurz gucken, was ist denn eigentlich Tierquälerei? Weil welchen Bogen ich jetzt spannen will, ist eigentlich, dass wir Hundetrainer oder Leute, die sich mit dem Thema Hund auseinandersetzen, oft in so eine endlos fiesen, bösen Diskussion reinkommen, wie Hundetraining gestaltet wird. Also ob man seinen Hund jetzt blocken darf, ob man mit der Leine arbeiten darf, ob man Nein sagen darf, ob man den Hund berühren darf, ob man mal böse gucken darf. Über solche Sachen diskutieren wir uns tot. Ja, wir werden fertig gemacht, wir werden angegriffen von irgendwelchen Menschen da draußen. Ich auch, permanent, weil wir zum Beispiel Druck auf Hunde ausüben. Aber hier, Tierquälerei, so ein Zeug, das ist doch wichtig. So, was heißt Tierquälerei? Ganz einfach, Definition. Das unnötige Quälen, Misshandeln und unnötige Töten ist auch geil. Habe ich in Anführungsstrichen gesetzt, steht tatsächlich so drin. Unnötiges Töten. Unnötig. Kommen wir jetzt wieder so zur Essenskultur in Deutschland. Schweine, naja, egal. Aber schon spannend. Also das ist so die Definition. Ne? Quälen, Misshandeln und unnötiges Töten von Tieren. Da bewegen wir uns in dem Bereich Tierquälerei. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Meiner Meinung nach ist auch zum Beispiel das Vernachlässigen ist für mich eine Tierquälerei psychologischer Natur. Also wenn man irgendwie geisteskrank ist und sein Hund irgendwie permanent komische Sachen mit dem macht, den fett füttert, ja, den wie so ein Baby behandelt, den zum Beispiel krasse Gewalt zufügt. Also ich habe das auch schon selber gesehen, wenn zum Beispiel behinderte Menschen, die oft unkontrolliert irgendwie mit den Hunden agieren, auch hier fängt für mich irgendwo eine psychologische, unberechenbare Quälerei an. Passive, aktive Gewalt, das sind so Sachen. Aber was kann man denn jetzt erstmal machen? Weil es nützt nichts, wenn ihr mir das schickt. Ich habe keine Handhabe, außer dass ich jetzt hier sprechen kann. Der erste Schritt ist immer, habt ihr Beweise? Mit so einem Video, klar. Ja, aber habt ihr Beweise? Also wirklich akkurate Beweise, dass hier etwas Schlimmes passiert?
Und ich rede nicht davon, dass der Hund mal im Auto sitzt und dann alle ausrasten. Auf so einen Mist, ja, also mich jetzt nicht falsch verstehen. Natürlich gibt es Sachen, da muss gehandelt werden, da muss die Scheibe eingeschlagen werden, der Hund rausgeholt werden. Aber die Leute drehen teilweise durch bei irgendwelchen Nonsens, da könnte ich mich aufregen richtig drüber. Aber wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert, da gucken dann alle weg. Also gibt es wirklich Beweise, illegale Zuchten, irgendwie, wo die Hunde gestapelt sind. So eine Messi-Häuser, also hier Animal Hoarding. Alleine wie die Nutztiere gehalten werden und so weiter. Beweise, habt ihr da was? Wenn nicht, dann seid leise. Er erzählt doch nicht irgendwie, ich habe gesehen, dass der und hast nein. Das ist Verschwendung. Dann unbedingt ans Wettamt melden. Hingehen, sagen, ich habe das, das und das. Ich habe hier, was weiß ich, 10, 20, 30 Beweise. Am besten vielleicht noch seinen Anwalt anrufen. Ja, mache ich mich selber vielleicht auch strafbar. Und wenn richtig akute Not ist, also so richtig Not ist, dann muss man eben einfach die Polizei rufen. Aber nicht auf irgendeinen Hundetrainer drauf zukommen und sagen, guck mal hier. Weil das ist so ein Massending, wo alle drauf einspringen. Ich ja jetzt auch. Und da drüber reden und klicken und hier und tun. Aber nichts passiert. So, und deswegen bin ich eigentlich so nicht. Aber weil das so oft jetzt auf mich zugetragen kommt, wollte ich einfach da mal so ein bisschen was drüber reden. Was mich an der ganzen Geschichte ärgert, ist, dass wir in Deutschland massive Tierquälerei haben. Massive Tierquälerei. Da fange ich jetzt beim Essen an. Ja, wie das alles stattfindet hier in diesem Land. Wie Menschen Hunde halten, wie illegale Zuchten, Kampfhunde, Billigwelpen. Und am Ende ist ganz, ganz oft der Nutzer dann schuld. Meiner Meinung nach. Der den Billigwelpen kauft. Der irgendwo bei eBay was shoppen geht, ja, der Billigprodukte in sich reinschaufelt und das alles mit unterstützt. Das ist nun mal so. Der Tatsache müssen wir uns ins Auge sehen. Ich bin da vielleicht auch nicht ganz befreit von. Aber Doppelmoral muss man aufpassen, ob man den ganzen Tag mit dem Finger auf irgendwen drauf rumzeigt, wenn man selber Dreck am Stecken hat. Finde ich ganz, ganz wichtig. Also, es ist immer eine Frage der Interpretation. In dem Fall, in dem Video, wir haben ja auch hier noch von diesem lustigen Prinz Markus, es war parallel, ne? Wenn einmal was auf dich zukommt, dann kommt das auf dich zu, dann kommt das auf dich zu. Und da sieht man genauso, wie der mit seinen Hunden umgeht. Und das sind so Dinge, wo ich sage, das ist doch, was stimmt mit euch nicht? Warum seid ihr, was ist mit euch los? Das sind Lebewesen. Oder wo er mit dem Ball auf die Schildkröte da drauf, das ist doch geistesgestört. Und das noch zu zeigen. Und da muss man aktiv was machen. Da müssen aber Menschen diese Kette ablaufen. Natürlich können wir öffentlich darüber reden. Wer Sachen öffentlich ins Internet stellt, muss damit rechnen, dass Leute darauf reagieren. Das ist ganz einfach so. Aber jetzt möchte ich den Bogen wieder zurückspannen. Tierquälerei ist ein absolutes No-Go. Bin ich komplett auf eurer Seite, kann man komplett Hand in Hand losgehen, dagegen vorgehen, anzeigen, fertig machen, absolut verständlich. Aber man muss aufpassen, was man als Tierquälerei, welche Interpretation man da reinsteckt. Ich sehe immer wieder Sachen, wo Leute, ich ja selber, auch in meinem Umfeld und so, Leute fertig gemacht werden für banale Sachen, die einfach überhaupt nichts hier mit zu tun haben. Sondern nur, weil der Mensch sich profilieren will und irgendwie als cooler Retter dastehen und dann sagen, ich habe was gesehen, der hat mit der Leine an dem Hund gezerrt, das ist doch Tierquälerei, das ist doch Bullshit, okay? Das ist Quark. Und mich ärgert das, dass gerade in der Szene, das ist ja nicht nur in der Hundeszene, das ist wahrscheinlich in der Kindererziehung, das ist beim Pferden nicht anders, dass die sich alle so dermaßen gegenseitig fertig machen, obwohl richtige Tierquälerei allgegenwärtig ist. Und da gucken alle weg. Da gucken alle weg. Da fahren alle dran vorbei, über der Autobahn, wenn die Schweine schön gestapelt sind und du da vorbeifährst und die da die Nasen da rausgucken siehst, da passiert nichts. Da gibt es Aktivisten, klar, alles gut. Ja, jeder macht für sich etwas. Wir tun auch privat für uns etwas dagegen, um da nicht mitzuschwimmen. Mich ärgert das, dass man als Hundetrainer, wenn man wirklich versuchen will, Menschen und Hunden zu helfen, ja, wenn man über Blogs und so weiter arbeitet, dass da ganz viele draufspringen und einen riesen Fass aufmachen. Sowas hier. Ja, aber allgegenwärtig ist und sich da nicht drauf gestürzt wird. Kümmert euch doch darum, das ist viel wichtiger. Und geht da richtige Wege. Nicht nur einfach nur, sag du mal was, sondern in die Aktivität. Wie kann man das machen? Geht in einen Tierschutzverein, helft irgendwo Leuten, ja, meldet euch, gründet irgendetwas, sammelt Unterschriften, ja, mobilisiert Menschen und so weiter. Geht aktiv da rein. Aber lasst doch zum Beispiel Leute in Ruhe, die damit nichts zu tun haben. Achte auf eure Interpretation. Und jetzt zu den Menschen, die da so einen komischen Nonsens machen. Immer wenn euer Bauch sagt, ich stehe mit meinem Hund hier und der soll jetzt gerade über Feuer springen. Und alle Hunde gefühlt sagen irgendwie, das ist Kacke, das tut vielleicht weh, das ist so. Hört auf euren Bauch.
nimmt euren Hund, geht runter vom Gelände und sagt, ich bin raus. Wenn da irgendwie an den Hunden übelst krass rumgezogen wird und ja, boom und super machst du das, auf die eingeprügelt, ja, auf die Leine drauf geschlagen oder sonst irgendetwas. Und ich meine nicht, wenn ein Hund zum Beispiel gerade einen anderen Hund töten will oder irgendwie völlig eskaliert und da geht mal irgendwas ruppig zur Sache. Sondern ich meine belanglose Sachen, wo es überhaupt nicht notwendig ist, so hart umzugehen, nehmt euren Hund und geht runter. Geht runter, geht raus, wenn euer Bauch das sagt. Und macht nicht jeden Blödsinn mit, nur weil irgendeiner sich vielleicht Hundetrainer oder Experte oder sonst irgendetwas nennt. Das sind meine Worte dazu. Ich kann natürlich jetzt nicht den ganzen Tag auf so eine Videos hier eingehen. Das ist blöd, aber aktiv muss man dagegen werden. Tierquälerei ist allgegenwärtig und es wird Zeit, dass man viel massiver dagegen vorgeht. Aber ich meine nicht auf die normalen Menschen, die normal mit Hunden arbeiten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.